Wir möchten euch heute einen kleinen Einblick in unsere Küche, in unsere Küchenabläufe verschaffen. Das Ganze wird dann natürlich beim Einkauf anfangen, wie wir uns organisieren mit kleinerem Kühlschrank, wie unsere Kochabläufe in der Küche funktionieren, ob wir alleine oder zu zweit kochen und ob sich unsere Abläufe allgemein im Vergleich zu unserer damaligen Wohnung verändert haben. Wir sind Anja und Ilan, freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Falls ihr zum ersten Mal einschaltet, willkommen in unserem Tiny House. Hinter uns befindet sich bereits die Küche, unser Herzstück hier in diesem Haus. Und ihr habt uns dann auch gefragt, natürlich im Laufe der Zeit, die wir jetzt hier schon verbracht haben, ob wir uns denn hier auch ganz gut bewegen können in der Küche zu zweit. Wie sind denn da die Abläufe? Ist das für euch ähnlich wie in der Zweiraumwohnung damals, die ihr in Berlin hattet? Oder wie macht ihr das so? Auch gerade mit dem kleinen Kühlschrank, der ist ja wirklich nicht sehr groß. Also wir bräuchten eigentlich einen deutlich größeren, so für unseren Lifestyle, würde ich mal sagen. Und deshalb fängt es beim Einkaufen eigentlich an, ne? Genau. Und wir haben uns jetzt eigentlich umgestellt, um damit auch zu beginnen, dass wir einmal die Woche einkaufen, also quasi einen Haupteinkauf machen. Mhm. Und da versuchen wir im Wesentlichen die gesamte Woche schon zu planen. Also auch im Einkauf schon auch in Gerichten zu denken, weil wir meistens, wenn wir einmal kochen, dann auch gleich für 2 Tage kochen. Wir können das irgendwie nicht anders. Wir kochen immer für 8 bis 10 Personen. Oder 6 bis 8. Aber oder 6 bis 8. Größere Portionen, ja. Also uns gelingt es nicht immer, wirklich Gerichte vorab zu planen. Wir nehmen uns das immer wieder vor und finden es eigentlich eher nicht aus der organisatorischen Perspektive, sondern aus der inspirierenden Perspektive toll, zu sagen, oh, guck mal, morgen gibt's Lasagne und dann freuen wir uns schon darauf. Am Ende ist es oft so, dass wir dann im Bioladen sind und uns inspirieren lassen und auch von den Angeboten, was jetzt gerade, wenn jetzt gerade Paprika oder Zucchini im Angebot sind, dass wir dann überlegen, hey, wollen wir nicht ein Gericht mit diesen Produkten gerade machen? Also ja, klar, wir versuchen dann schon auch saisonal das Ganze in unsere Rezepte mit einfließen zu lassen und manchmal wird es auch ein spontanes Kochen. Und manchmal müssen wir auch was nachkaufen, also das gehört auch dazu. Ja, gerade bei dem Obst, jetzt auch zu der wärmeren Jahreszeit, kommt es dann schon mal vor, dass wir zum Wochenende hin nochmal Bananen oder Orangen oder Zitronen nachkaufen, weil das Ganze dann natürlich bei den Temperaturen nicht draußen lange überlebt und dann irgendwann theoretisch in den Kühlschrank müsste. Der ist aber schon gefüllt von Gemüse und Salaten und anderen Dingen. Ja. Da müssen wir uns einfach so ein bisschen anders organisieren. Aber hier auf dem Land ist es natürlich auch was anderes als in der Stadt. Ich meine, wir haben es in Berlin gemacht. Ja, da sind wir einfach jeden Tag einkaufen gegangen. Das war total schwachsinnig. Also da hatten wir einen großen Kühlschrank, einen richtig großen Kühlschrank und einen großen Gefrierschrank, also so eine Halb-Halb-Aufteilung. Waren aber jeden Tag einkaufen. Waren trotzdem jeden Tag einkaufen. Ja, also das hat es auch nicht wirklich gebracht. Also ich meine, dann, natürlich kann man, hätten wir da auch sagen können damals, jetzt kaufen wir einmal die Woche ein, aber die Verlockung war immer da, irgendwie irgendwas das mitzunehmen und dann bist du immer da vorbeigelaufen. Ich wollte noch gerade eine gefühlte Einschränkung so ein bisschen nennen, was den Kühlschrank angeht. Wir haben ja doch ein sehr, sehr kleines Gefrierfach. Und Ilan und ich, wir lieben Smoothies oder trinken gerne alle 1-2 Tage dann auch einen Smoothie mit gefrorenen Früchten. Und da müssen wir natürlich, gerade im Sommer, da müssen wir genau überlegen, okay, wir haben hier diese Pappverpackungen und da passen jetzt 1, 2, 3 nebeneinander hin, eine noch davor, rechts daneben noch ein paar gefrorene Kräuter, vielleicht noch einmal gefrorenen Spinat oder mal gefrorene Bohnen oder Erbsen und dann ist aber auch Schluss. Schon Tetris. Genau, also wir werden dann schon immer wieder überlegen oder wenn nur einer von uns einkaufen ist, dann sprechen wir uns ab, wie viel Platz haben wir noch im Kühlschrank, wie viele Pakete können wir noch mitnehmen und dann geht's auch. Aber wenn man mal sündigt, ich nenne es jetzt mal so, beispielsweise mal eine gefrorene Pizza kauft oder so. Da muss sie sofort in den Ofen. Muss sie halt sofort gegessen werden. Also sowas bewahren wir nicht lange auf. Ne? Oder wenn man mal einen Eisbecher kauft. Oder so, ja, der kann nicht, der, das ist kein Platz mehr. Ne? Also dann müssen wir das leider aufessen. Zusammengefasst können wir also sagen, wir kommen mit diesem Kühlschrank gerade noch so zurecht. Mhm. Er ist größer, als er den Anschein macht. Das stimmt. Tatsächlich, also es passt viel rein, nur dann ist es auch wirklich voll. Also da muss man auch kategorisch denken und schon die Aufteilung so ein bisschen planen auch, was möchte man wohin packen, auch schon im Kopf haben, was kann ich noch einkaufen, was ist vielleicht dann auch zu viel. Wir können hier wirklich nicht viel lagern im Kühlschrank. Der Rest ist ja dann quasi unter unserem Podest. Wer das schon gesehen hat, der weiß ungefähr, wie es da aussieht bei uns. Ja, auch eine Frage der Organisation im Kühlschrank, gerade bei sperrigen Lebensmitteln wie Lauchzwiebeln oder einem großen Salatkopf, den man kauft.
Diese Lebensmittel müssen dann natürlich schon gewaschen, geschnitten und in Aufbewahrungsbehältern im Kühlschrank verstaut werden, dass das alles passt. Ist aber eigentlich nur ein Vorteil, sich dadurch motiviert zu fühlen, weil die Sachen viel länger halten und wir die ganze Woche davon zehren können. Da habe ich noch eine interessante Frage. Bereust du das, dass der Kühlschrank so klein ist? Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich nicht. Also der Kompromiss war ja, eine größere Arbeitsfläche stattdessen zu haben, und die genießen wir total. Ja. Also jetzt in diesem Kontext, ne? Im Tiny House. Wir würden das, wenn wir den Platz gehabt hätten in unserem Grundriss oder irgendwie das Gefühl... hätten wir wahrscheinlich zwei Kühlschränke und noch einen Gefrierschrank. Also, so. Der Kühlschrank ist schon sehr wichtig. Wie ist es denn jetzt mit den Gerichten, die wir hier kochen im Tiny House? Hat sich da irgendwas verändert? Also kochen wir... aufgrund der Größe unserer Küche jetzt auch andere Gerichte oder auch nicht mehr zu zweit, sondern alleine? Wie ist das? Eigentlich nicht, weil die Küche, wenn nicht sogar größer ist als die, die wir davor hatten, beziehungsweise besser geschnitten ist. Wir stehen uns weniger im Weg. Durch das L, ne? Genau, wir können uns besser aufteilen bei den Arbeiten, und deshalb nimmt die Küche im Tiny House in unserem Fall keinen Einfluss auf die Gerichte. Das ist eher der Stromverbrauch, den wir monatlich eben auch im Blick haben. Wo wir dann manches Mal doch überlegen, okay, vielleicht ist jetzt in der kälteren Jahreszeit der Trockner doch gelaufen, dann müssen wir jetzt nicht jeden dritten Tag den Backofen anschmeißen. Also das sind dann andere Überlegungen, aber hat keinen direkten Bezug zu unserer Küche oder der Größe oder dem Tiny House. Wir leben bewusster und somit auch irgendwie ein bisschen intensiver. Also ich mag das. Jetzt bleibt natürlich noch die Frage, wie wir uns organisieren. Na, also wie machen wir das mit dem Gewürzregal, welches wir hier gebaut haben? Funktioniert das? Geht dieser Plan auf? Wie ist das am Herd? Können da wirklich zwei Menschen nebeneinander stehen, beziehungsweise der eine vielleicht dann auch schneiden oder zuarbeiten und der andere brät dann gerade an? Also ich habe, glaube ich, im Grunde schon den Prozess so ein bisschen beschrieben, der hier läuft. Also wir schaffen das schon zu zweit. Manchmal wechseln wir uns auch ab, wenn wir merken, okay, der eine möchte eher anbraten oder eher kochen am Herd und der andere möchte dann eher zuarbeiten. Das sind halt immer so die zwei Bereiche. Oder wenn der eine nichts zu tun hat, dann spielt er halt gerade ab. Also das funktioniert bei uns mittlerweile schon. Also vorab, wir kochen gerne zu zweit, wir kochen gerne zusammen, verbringen gerne auch die Zeit in der Küche zusammen. Grundsätzlich gibt es aber auch viele Tage in der Woche, wo der eine von uns beiden gerade noch am Laptop sitzt oder mit einem Bauprojekt beschäftigt ist und sich der andere parallel ums Essen kümmert. Also auch das passiert total häufig. Und wenn einer dann schon eine Stunde in der Küche stand, dann spült halt der andere ab. Aber auch da gibt es bei uns keine Absprachen, sondern das entwickelt sich und man packt da an, wenn Hilfe gebraucht wird. Da haben wir keine klaren Regeln oder Aufteilungen. Also wir haben halt keine Spülmaschine, wie man dann schon merkt. Wir haben jetzt nur die hier. Das hat aber bis jetzt ganz gut funktioniert. Das bedeutet aber auch, also so haben wir das erlebt, dass man da relativ schnell hinterher sein sollte. Das machen wir auch zwangsläufig, weil wir einfach gar nicht so viel Geschirr haben. Ich finde gerade das, was wir jetzt auch aufgenommen haben, was wir euch parallel einblenden, ist ein schönes Beispiel, weil es bei dem Gericht, welches wir jetzt da gekocht haben, ein Mehrkomponentengericht war. Das war jetzt kein One-Pot-Gericht, wo alles in einen Topf kommt oder man parallel Nudeln kocht und hat die Soße und dann war es das. Ja. Sondern wir hatten doch so viele Komponenten, dass wir uns aufteilen mussten, dass man dann nicht für 3 Stunden in der Küche steht. Und das war schon ganz toll, weil wir immer gewechselt haben. Einer stand eben vorne an der Tür in dem Arbeitsbereich und der andere hinten an der Spüle. Dann hat man sich mal abgewechselt, je nachdem, welche Aufgabe gerade dran war. Du hast ja noch Sellerieschnitzelchen ausgebraten. Oh, ja. Dann haben wir einen Baba Ganoush gemacht. Dann gab es noch einen rote Beete-Karotten-Apfelsalat. Kartoffeln haben wir noch parallel gekocht. Am Ende haben wir einfach alles in unsere großen Schüsseln gepackt. Und an anderen Tagen geht das Ganze dann super schnell, dass wir uns einfach schnell Salat schnippeln oder irgendeine Bowl zusammenstellen. Das Ganze fließt dann irgendwie automatisch. Die Zutaten beim Kochen suchen wir manchmal schon vorab raus. Wenn wir nach Gericht kochen, schnippeln wir auch gerne alles vor, machen uns unsere Gewürzmischungen schon mal zurecht und legen die beiseite, dass wir dann im Prinzip nur noch anbraten und dieser Kochprozess fließend laufen kann, gerade wenn einer von uns alleine kocht. Also das machen wir schon. Ja, und wir uns auch nicht immer umdrehen müssen und dann ineinander stoßen oder so. Denn deshalb legen wir alles schon vorweg raus, also so gut es geht. Es ist natürlich nicht immer alles da. Ja. Und natürlich steht man sich auch ab und zu mal im Weg, aber das ist nicht mehr oder weniger, als es auch in einer
etwas größeren Küche der Fall war, wie beispielsweise bei deinen Eltern, mhm, wo wir auch ab und zu gekocht haben. Und sagt, wartet mal und sagt, Entschuldigung, darf ich mal kurz da dran? Das kennen wir bisher auch aus größeren Häusern. Also es ist bei einer Ecke immer so, wenn man, ne, also die Ecke ist immer so ein Bereich in so einer, ja, in einer L-Küche, finde ich, der schwierig ist, weil da steht man sich immer so ein bisschen im, ja, Weg, wenn da die Töpfe drin sind. Zusammenfassend ist also aus unserer Erfahrung alles wie vorher auch, wenn nicht sogar ein bisschen besser, einfach weil wir die Küche ja auf unsere Bedürfnisse abgestimmt haben. Ja. Man ist da jetzt nicht in eine Mietswohnung gezogen und wurde vor vollendete Tatsachen gestellt, sondern wir haben es ja für uns designt. Die erste neue Küche, die wir haben. Genau, ja, und die hat sich genauso auch sehr, sehr gut bewährt. Wir kochen nach wie vor zusammen, wenn wir das möchten. Mhm. Wir können aber auch super alleine kochen. Gespült wird je nach Gericht zwischendrin oder eben hinterher, ja, auch das passt alles wunderbar. Ja, obwohl ich immer vorher spülen muss. Bei Anja ist es okay, wenn irgendwas kocht, dann kann sie parallel abspülen. Ich kriege das irgendwie nicht so hin. Ich brauche erstmal meine Ordnung und dann lege ich los. Macht auch mehr Sinn, aber nicht, ja, unbedingt. Also ich meine, geht beides. Wir organisieren uns unterschiedlich in der Küche. Unterschiedliche, ja, Abläufe, aber es funktioniert, ja, irgendwie immer, selbst wenn nur einer kocht und, ja, der andere dann abspült oder umgekehrt. Oder wir parallel kochen, das funktioniert irgendwie. Ja. Ja. Ja, wenn ihr noch Fragen habt zu dem Thema, wir wollten euch jetzt einfach erstmal so einen groben Einblick verschaffen, wie das bei uns abläuft. Dann packt das gerne in die Kommentare, auch wenn ihr dazu noch mehr sehen wollt. Es ist für uns total spannend, weil es ja auch immer mehr so ein bisschen von unserem Leben im Tiny House zeigt. Also lasst uns das gerne wissen. Könnt ihr ja mal mitnehmen, wenn wir kochen. Ja, wir können auch mal zusammen so ein richtiges Gericht kochen von A bis Z, wenn ihr darauf Lust habt. Lasst uns einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert unseren Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wir freuen uns, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dahin. Tschüss. Ciao.